Ja, damit herzliches Willkommen zurück zu Vizebeast in Infinity Evolved Expert Mode. Heute geht's endlich los mit dem, was ich schon letzte Folge machen wollte, nämlich dem Screen Setup für unseren Mob Farm. Denn letztes Mal hatten wir zu wenige Machine Frames, daraufhin haben wir die dann eingespeichert und jetzt sollten wir massig haben. Hoffentlich. Wenn nicht, bestellen wir noch welche, I guess. Egal, wir brauchen auf jeden Fall noch Button Modules. Oder wie auch immer die heißen. Ich mach mal so 4. Ah, 4 sollten passen. Dammit. Wir haben keine Buttons. Ich glaube 4 sollten reichen, weil wir haben 4 von den Dingens. Und den Spawnern. Aber wie man sieht, brauchen wir noch so kleine sinnlose Ink-Sacks, die wir nicht haben, obviously. So, mal schauen, ob da irgendwo was geht. Da sind schon Tintenpussys. Perfekt. So. Wieso funktioniert... Ah, ich wollte schon sagen, wieso funktioniert AOE nicht im Wasser, aber... Es funktioniert doch. Stirbt alle. Amazing. So. Dann können wir ja schon zurückgehen. In unsere Base, obwohl wir könnten auch da weiter craften. Und wir sollten ja alles haben. Ah, die stacken nicht, dammit. Und der eine Knopf ist im Crafting-Dings. Verdammt. Dinge, die ich nicht bedacht habe. 1.0. Das, genau, da ist noch der Button drin. 4, dann brauchen wir noch eine Textkarte. Textmodule. So. Ich glaube, das war's von den Modulen. Dann brauchen wir noch Receiver. Redstone Receiver. Den da. Dafür brauchen wir dann 4 von denen. Nice. Hoffentlich reicht das alles. Ich denke schon. Also ich hasse die Dinger. Ich hasse Comparator. 8 Stück. Und dann sollten wir 4 haben. Nice. Amazing. Ich hoffe, das reicht, wenn ich die auf die Seite drauf packe. Ansonsten packe ich das Ding einfach oben drauf. So, dann gehen wir mal wieder in unsere Void-Welt, weil dort ist es ja wunderschön. Nicht, weil es immer ganz dezent laggt. Ich würde sagen, um uns das Ganze einfacher zu machen, stellen wir einfach die Difficulty auf Peaceful. So. Und das sollte auch einiges an Lag eliminieren. Was schon mal nicht schlecht ist. So. Dann probieren wir das Ganze. Dammit. Einfach mal da oben mit der Slime-Farm. Indem wir da einfach mal so einen Receiver dran packen. Das war natürlich mal direkt falsch. Nein! Ah, jetzt komme ich da nicht raus. Wo ist mein Porter-Dings? Wir wollen zum Last Millennium. Gott, das wird uns noch öfter passieren jetzt. Dammit. Ich glaube, so reicht das Ganze noch nicht. Ich muss das Ganze... Oh, Gott sei Dank. Nämlich ein bisschen anders machen. Seit wann kann man den nicht mehr an der Wand platzieren? What? Let's try outside. Das geht halt echt nicht in der Version. Was los? Oder konnte man die irgendwie drehen, dass man die an der Wand hatte? Ha. Schaut echt schlecht aus. Guys. Die Frage, ob das so schon funktioniert. Let's try it this way. Aber ich glaube, so funktioniert es nicht. Man konnte die mal irgendwie so vertikal hinstellen. Aber vielleicht funktioniert es auch so. Flips, bound to chain lines. Dann packen wir da unten mal den Screen Controller dran. An irgendein random Stromkabel. Packen den Screen irgendwo dahin. Ich glaube, der kann auch in der Luft schweben. Von dem her sollte das kein Problem sein. So, dann hauen wir da jetzt zweimal mit dem Wrench drauf, dass das ein Widescreen wird. Ja, weird. Weird. Oder so. Perfekt. Dann können wir oben mal das Textmodul reinpacken. Und schreiben da, keine Ahnung, Mobfarm rein. Mit Large. Weiß sollte passen. Dann haben wir da unseren ersten Button. Der Button kriegt die Aufschrift Slime. Slime. Und das soll ein Toggle-Switch sein. Dann hauen wir unten mal kurz auf Scan. Und hoffen, dass der Screen direkt gefunden wird. Und nur der eine. Amazing. Perfekt. Ah, ich will kein Label. Ich will auf dem Button das haben. Slime. Und das Ganze jetzt einschalten. Sollten wir da oben nämlich Signal bekommen. Der würde aber immer noch spawnen. Das funktioniert schon mal so nicht.
Wieso kriege ich Schaden, wenn die Dinger in mir spawnen? Was ist das für ein Bullshit? Schon wieder. Gut, dass wir noch so 1000 Enderperlen da drin haben in dem Ding. Das heißt, wir können noch so 1000 Mal da reinfallen. So, ich weiß trotzdem nicht, warum der Random Shit so nicht funktioniert. Machen wir es halt anders und setzen das Ding einfach hinterhalb hin. Was sagen wir, machen das. Gott. Es geht so schief. So. Gott. Was eine Zitterpartie. Nice. Spawnt da nichts mehr. Passt. Wenn ich wieder einschalte, sollte er wieder spawnen, right? Right? Am I right? I'm right, mates. Perfekt. Wir machen das jetzt überall so. Also das Ding einfach dahinter hinsetzen. Und hoffentlich backt das nicht bei den Ghasts wieder rum, weil die Ghasts sind ja mal meine Problemkinder bei der Mobfarm. Denn erstens, ich hatte die noch nie zuvor in der Mobfarm. Und zweitens, die sind mega anstrengend. So, da sollte es einfacher sein, genau. Hoffentlich nicht den Spawner abbauen. Vor allem die Soul schaut so richtig ridiculous aus. Da drin. So, zu Channel 2. Dann kann das weg. Dann sollten wir den Buggy Shitter mal los sein. Packen wir das da rein. Schreiben da mal Label. Das sind Ghasts. Wenn wir die jetzt ausschalten, sollte das doch direkt passen, oder? Yes, it works. I like very much. Da müssen wir da irgendwo uns reinbasteln. Vor allem, da ist ja doppelt Glas. So, dann sind das die Blazes. Die sollten jetzt weniger das Problem sein. Die sind ja, ich sag mal, relativ friedlich manchmal. Dammit. Was ist jetzt los? Ja, dammit. Brauchen wir nochmal die Stones, die haben wir in der Hotbar. Ernsthaft? Bin ich jetzt oben dagegen geflogen? Holy fucking shit. I don't like... Dips. Dammit. Ich muss noch zärtlicher mit der Shift-Taste umgehen. Und am besten nicht Steuerung dabei drücken, weil dann geht das nämlich richtig hart ab. Does it work? Yes. It works. Dann haben wir da nämlich Blazes. Flips. Channel 3. Jetzt kann alles weg. Nur nicht die Karten vertauschen und dann schalte ich irgendwas aus. Ich glaube, es ist aus und es spinnt herum. So, das sind dann Blaze. Toggle. Können die aus. Nice, nice. Funktioniert. Dann haben wir noch einen. Das sind die Skelette. Dammit. Das Glas ist mal weggepackt. Müssen wir gleich nochmal fixen. So, Hauptsache jetzt schaffen wir es First Try. Es ist wieder so. Wieder dämlich, wenn man da hochschaut. So, Right Click, Channel 4. Bauen wir nun mal innen zu, dass das passt. Und das kann da rein. Das sind dann die. Wither Skelett. Ja, geht sich sogar aus. Nice. It works. Das heißt, die brauchen noch zwei fickende Glares und dann können wir eigentlich schon mal wieder auf easy stellen. Aber vorher brauchen wir noch zwei fickende Glares, denn sonst haben wir ein Problem nachher. Was optisch angeht, optisches Aussehen angeht. So, Basalt, Bricks, Andesit. Dann brauchen wir doch Carpenters, denn ich will das auch gleich schön machen. Carpenters. Die Mobfarm endlich mal so halbwegs fertig ist. Nicht mehr ganz so verlassen und keine Ahnung was ausschaut, so weird. Das reicht nie. Never ever. Nice. So, dann holen wir uns ein bisschen Basalt. Und ich glaube, der Endeside ging ja dann nicht, oder? Da war doch irgendwas. Ja, genau, wir brauchen Stone. Dann wird's Endeside und dann wird's Basalt. Stone, haben wir genug. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Von dem her machen wir das mal so. Genau, jetzt haben wir auch die Transmutation da. So, jetzt Basalt.
Und dann können wir es zu Bricks craften. Oder so. Nice. Amazing. Dann brauchen wir noch ein paar von den Stone-Dingern. Den gechiselten. Ich glaube, da haben wir noch was. Stone, genau die da. Stunken Stone Panel. Oder so. Nehmen wir die mal mit. Und ich habe das. Nein, ich habe es nicht vergessen. Yes. Wollte schon sagen, ich habe es fickend. Oh. Ich habe vergessen, Lever abzubauen. Weil der ist jetzt nämlich ziemlich useless. So. Und schaut kacke aus. Von dem her, weg damit. Ja, das kann weg. Und wir machen da oben mal den Rand schön. Dass wir da einfach sagen, wir packen unten die Carpenters-Dinger dran. Dafür werden wir aber am besten oben die Glasschicht da wegnehmen. Zumindest die äußere. Von innen ist es mir ziemlich egal. Aber von außen halt nicht. So. Weil sonst schaut das ein bisschen dämlich aus, wenn man von unten hinter den Carpenters-Block schauen kann. I don't think I like it. In dem hier machen wir es gleich so. Und hoffen, dass es dann von unten halbwegs annehmbar ausschaut, den Glastower da. Der sich auch Mobfarm schimpft. So. Wir haben viel zu wenig Carpenters-Dinger. Ja, viel zu wenig. Und das mal so, packen das dann in die Ecke. Genau, nicht so, nicht so. Sagt ihr nicht. Oh, nach dem fünften Mal hat das endlich gecheckt. I like. So. War das irgendwo da oben einmal hingeklickt? Yes. Und da kommen dann Basalt-Bricks, waren das, glaube ich, oder? Ja, Basalt-Bricks. Genau die kommen da rein. Dann sollte es von unten halbwegs annehmbar ausschauen. Für meine Bauverhältnisse, weil wie jeder weiß, kann ich nicht so schön bauen. My ability to build is very impacted. Oder so. Die können wir auf jeden Fall wieder einschalten. Spawnen die? Yes. Das funktioniert ja echt wunderbar. Slimes brauchen wir auf jeden Fall und Blazes. Ghasts haben wir mehr als genug. Nehmen wir... Gott, das Massaker ist einmal der Wahnsinn da unten. I like. Brauchen wir auf jeden Fall mehr Carpenters-Dinger. Dass wir das auch richtig, richtig schön machen können. Carpenters. Ah, wir haben sogar noch offen. So. Brauchen wir noch zweimal das. Und die da. Ein paar mehr Sticks. Nein, wieso macht der Sticks so? Ist der dämlich. Aber jetzt. So. 18, das könnte reichen. Maybe. Maybe, maybe. But maybe not. Nein. Werden wir gleich sehen. Der Lag Tower is real. Ich sag's euch. I'm telling ya, guys. Mann. Ich habe mittlerweile mit dem Staff of Power sogar eine Axt und ich verwende sie einfach nicht. Ich baue trotzdem immer noch alles mit der Hand ab. Yes, es geht sich genau aus. Egal, ob es sich jetzt genau ausgeht, weil wir einen runterfallen lassen haben oder weil wir ihn aufgefangen haben. I don't care, es funktioniert. Es passt perfekt. So, jetzt schaut das von unten nämlich halbwegs okay aus. So. Mal schauen, vielleicht bauen wir oben noch irgendwann mal was drauf. Das bleibt noch offen. Die Slimes buggen nach wie vor da oben herum. I don't care. Ich würde mal sagen, das war's von der Folge. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und bis zum nächsten Video. Servus!